So, schönen guten Tag, ihr Lieben. Bevor ich euch mit auf meine Deutschlandreise nehmen werde, gibt es erstmal eine kleine Ansprache über das Wieso, Weshalb, Warum dieser Wanderung. Und zwar bin ich 2017 700 Kilometer kreuz und quer durch den Harz gewandert, habe auch darüber einen Dokumentarfilm gemacht und mich anschließend gefragt, der Harz, gut und schön, aber wie sieht denn eigentlich der Rest von Deutschland aus? Am 20. Mai bin ich mit dem Zug von Leipzig nach Sylt gefahren, bin dann zum nördlichsten Punkt gelaufen und habe dort meine Wanderung begonnen. Ich habe jetzt schon irgendwas zwischen 1 und 200 Kilometer hinter mir. Wie viel genau, weiß ich selber nicht wirklich. Bin erst über die Insel Sylt gelaufen, dann rüber aufs Festland, entlang der Nordsee bis runter nach Husum und dann ins Inland abgebogen und befinde mich jetzt auf dem Weg rüber zur Ostsee. Jetzt ist der grobe Plan so, dass ich am südlichsten Punkt von Deutschland enden werde. Ich bin gespannt, was mich die nächsten Monate erwartet. Ich hoffe, ihr auch. Und wünsche euch in diesem Sinne viel Spaß beim Film. Sylt ist nach Rügen, Usedom und Fehmarn die viertgrößte Insel Deutschlands und die größte deutsche Nordseeinsel. Westerland ist das Zentrum. Doch wer es ruhiger mag, genießt lieber die ausgedehnten Heide- und Dünenlandschaften im Norden der Insel. Dort hatte auch ich mir für die ersten zwei Nächte eine Unterkunft genommen, um mich auf die Tour vorzubereiten und am nördlichsten Punkt von Deutschland meine Wanderung zu beginnen. Ich wanderte vom Norden der Insel zum 11 Kilometer langen Hindenburgdamm, der die Insel mit dem Festland verbindet. Meine letzte Nacht auf Sylt schlief ich im Freien, unterhalb des Mosumkliffs. Das Mosumkliff ist eine mehr als 20 Meter hohe, bis zu 10 Millionen Jahre alte Felsformation. Bereits am Hindenburgdamm musste ich meine Wanderung allerdings kurz unterbrechen, da der Damm nicht begehbar und nur mit dem Zug zu überbrücken ist. Junge, Junge, also der Wind, der hier seit Tagen vom Meer ans Land pfeift, der hat es echt ganz schön in sich. Ich laufe ja jetzt seit zwei Tagen auf dem Festland hier immer an der Küste lang und treffe eigentlich kaum Menschen. So aller Stunden kommt mal ein Fahrradfahrer vorbei, aber das war's dann eigentlich auch. Was ich hier ganz viel treffe, sind Schafe. Aber die haben irgendwie Angst vor mir. Immer wenn ich da so lang laufe, dann rennen die alle weg. Das ist ganz schön lustig. Ich habe noch nie in meinem Leben unter so einem Windrad gesessen. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber für mich irgendwie spannend. Ich bin noch nie näher als 10 Meter an sowas rangekommen. Was mich allerdings wundert, warum ausgerechnet das, unter dem ich sitze, aus ist. Vor allem, da so ein Wahnsinnswind weht. Wir könnten doch gerade einen massiven Strom hier generieren. Aber um mich herum sind ganz viele solche Windräder. Und die anderen, die sind alle an. Aber vielleicht ist das auch ganz angenehm. Die sind nämlich ganz schön laut, musste ich feststellen. Naja, spannende Geschichte. Ich laufe hier gerade den Nord-Ostsee-Kanal entlang, der, wie der Name schon sagt, die Nord mit der Ostsee verbindet. Und hier ist so ein schöner Forstweg, da kann man ganz gemütlich langlaufen, alles wunderbar. Und das Krasse ist, dieser Nord-Ostsee-Kanal ist 100 Kilometer lang und weltweit einer der meistbefahrensten künstlich angelegten Wasserstraßen für die Seeschifffahrt. So,
Alleine 2018 sind hier über 30.000 Schiffe durchgefahren. Also über 30.000 Schiffe pro Jahr haben diesen Kanal passiert. So, und jetzt das wirklich Krasse. Wenn 30.000 Schiffe pro Jahr diesen Kanal passieren, warum, verdammt nochmal, sehe ich dann nicht ein einziges? Ich bin nun etwa 300 bis 350 Kilometer schon gelaufen und bin vom Ofschlager See runter zum Nordostseekanal. Bei Seestädt musste ich dann die Fähre nehmen, da ich auf die andere Seite des Kanals wollte, und bin bis zum Ahrenssee gelaufen. Hatte allerdings vergessen, dass am nächsten Tag ja Himmelfahrt ist. Und ich wache so am Morgen auf und das allererste ist, dass es in Strömen gießt. Und das zweite ist, dass das die auf Testo und Alk gesteuerten Männerchöre nicht im geringsten davon abgehalten hat, durchs Land zu ziehen und sich selbst zu feiern bis zum Umfallen. An dem ein gegenüberliegenden Ufer war laute Mucke mit Trailerpark und KIZ, an dem anderen Ufer die bösen Onkels und die Toten Hosen. Und wirklich jedes Lied wurde bis zur letzten Note mitgegrölt. Das war der Wahnsinn. Mein Platz, der war zum Glück etwas abgelegen, so dass ich bis dahin noch niemand zu mir verlaufen hatte. Allerdings hatte ich irgendwie Angst, dass dann früher oder später doch noch so eine Hooligan-Bande um die Ecke kommt und in meinem Zelt irgendwie weiter feiern will. Deswegen habe ich dann wirklich im Regen mein Zelt und alles klitschnass in meinen Rucksack gestopft und bin einfach weiter Richtung Kiel. Auch eine lustige Begegnung hatte ich am Vierersee, denn ich bin an so einem Waldrand am Feld lang gelaufen und plötzlich standen da so zwei Pferde. Die sind mir dann seitdem auf Schritt und Tritt gefolgt. Ich habe mich wirklich gewundert, zu wem die eigentlich gehören, ob die nicht irgendjemand vermisst. Auf jeden Fall sind die mit mir bis runter zu dem See, wo ich dann die Nacht verbringen wollte. Und auch als ich dann abends mein Zelt aufgebaut habe, sind die ganze Zeit dort bei mir stehen geblieben. Und das eine Pferd hat immer so zu mir runtergeguckt, so 20 cm vor mir immer seinen Kopf gehabt. Immer mal so in mein Biscuit gebissen. Wirklich total niedlich. Echt, das war so eine lustige Begegnung mit den beiden. Ja, hier an dem Platz, wo ich mich gerade befinde, habe ich die Nacht auch verbracht. Hier irgendwie mitten im Wald. Das war auch ein Getöse heute Nacht hier. Das war Wahnsinn. Irgendwie überall krauchte und fleuchte es rum. Und immer wenn ich ein Geräusch gemacht habe, sprang irgendwas aus irgendeinem Busch irgendwo weg. Ja, das war auch sehr witzig. Heute Morgen hat es kurz gewittert, das ist jetzt aber wieder vorbei. Und ich mache mich jetzt auf Richtung Lübeck. In diesem Sinne, bis später. Peace and out. Die Hansestadt Lübeck ist mit rund 220.000 Einwohnern eine kreisfreie Großstadt im Südosten Schleswig-Holsteins und nach der Landeshauptstadt Kiel die Stadt mit den meisten Einwohnern. In Lübeck hatte ich mir in einem Sportgeschäft neue Einlegesohlen besorgt, da ich nach wie vor mit meinen Füßen zu kämpfen hatte. Auch wenn das im Laufe der Zeit schon viel besser geworden war, bildeten sich doch immer wieder aufs Neue Blasen an den unmöglichsten Stellen meiner Füße. Einen Tag Pause gönnte ich mir in Wismar.
Wismar blühte im Spätmittelalter auf, was noch heute im Stadtbild durch viele gotische Baudenkmale nachvollziehbar ist. Im Jahr 2002 wurde die Altstadt in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen und ist heute ein beliebtes Ziel, zunehmend auch für Kreuzfahrten. Dieser Weg hier ist sehr abenteuerlich, da hier offensichtlich schon lange kein Mensch mehr langgelaufen ist. So, jetzt komme ich schon mal gar nicht weiter hier. Oh, meine Güte, wo krauere ich denn schon wieder rum hier? Nee, wirklich, der Wanderweg ist eigentlich sehr schön, aber wie gesagt, total zugewuchert. Ich glaube, den Wanderweg gibt es eigentlich gar nicht mehr. Bei Rerik erregte die Halbinsel Wustrow meine Aufmerksamkeit. Mehrere Jahrhunderte lang war die Halbinsel im Besitz von Adelsfamilien. 1933 kaufte die Wehrmacht die Landzunge und errichtete dort die größte Flak-Artillerieschule Deutschlands mit Kasernenanlagen, Hafen und Flugplatz. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten die sowjetischen Truppen eine Garnison, sprengten sämtliche Militäranlagen und errichteten neue Gebäude. Im Oktober 1993 zogen sie ab, hinterließen jedoch militärische Altlasten, sodass die Insel gesperrt blieb. Heute ist der 27. Tag meiner Wanderung und ich habe jetzt so 550 Kilometer ungefähr auf dem Tacho. Mein Weg verlief eigentlich größtenteils immer direkt entlang der Ostsee, durch urige Wälder, über Steilküsten, teilweise direkt am Strand entlang. Ich muss wirklich sagen, die Ostsee ist bedeutend vielfältiger und abwechslungsreicher, als manch einer das vielleicht denken mag. Eine wirklich traumhafte Gegend und diese Trampelpfade da über die Steilküsten und so, das ist wirklich auf jeden Fall eine Wanderung wert, kann ich jedem nur empfehlen. Was die letzten Tage auch sehr abwechslungsreich war, war das Wetter. Tagsüber war es schon richtig heiß und die Sonne hat gebrezelt. Und wenn ich eine Stunde gelaufen bin, war ich einmal komplett von oben bis unten durchgeschwitzt. Und nachts sind unglaubliche Unwetter über die Landschaft gezogen, die mich auch irgendwie immer in komplett verschiedenen Situationen erwischt haben. Zum Beispiel einmal im sogenannten Gespensterwald, da habe ich direkt auf der Steilklippe geschlafen und ich, Trottel, habe mein Zelt dort in einer Kuhle aufgebaut, weil ich dachte, oh, da kannst du dann schön die Isomatte reinlegen und das wird richtig gemütlich. Naja, nachts kam das Unwetter und es hat circa eine Viertelstunde gedauert und diese Kuhle unter meinem Zelt war komplett mit Wasser vollgelaufen. Ich hatte dann wirklich so eine 5 bis 10 cm hohe Pfütze unter meinem Zelt. Ich konnte mich zum Glück im Zelt noch auf die andere Seite legen, so dass das Wasser nicht durchgedrückt hat, aber ich konnte mit meiner Hand so richtig schön Wellen in meinem Zelt immer machen, wenn ich auf den Zeltboden gedrückt habe. Das war sehr lustig. Ich habe an der Ostsee natürlich auch gerne am Strand geschlafen und da hat mich auch eines Abends ein Unwetter erwischt. Ich hatte das schon kommen sehen, ich war noch baden und so und ich musste meinen ganzen Körper von innen immer gegen dieses Zelt lehnen, weil der Sturm so heftig war, dass der die komplette Zeltdecke und die Zeltwand nach innen eingedrückt hat. Dann musste ich mir danach Baumstämme suchen, mit denen ich die Heringe beschwert habe, weil es die immer wieder rausgerissen hat. Und hätte ich nicht in dem Zelt gesessen, dann hätte es das eiskalt weggeweht. Quer einmal über die Ostsee.
das Unwetter meines Lebens, das habe ich tatsächlich auf dem Dars erlebt. Und zwar habe ich dort am Weststrand eine Nacht übernachtet und bin am Morgen schon sehr früh aufgestanden. Und dann habe ich dort aber noch ganz lange gesessen und mir die Wolkenformation angeschaut, die als Unwetter in der Ferne über die Ostsee Richtung Norden zogen. In meinem Wahn, mir dieses Naturschauspiel anzuschauen, habe ich völlig verpeilt, dass dieses Unwetter nicht nach Norden, sondern nach Osten zieht. Und das Problem war, ich war direkt im Osten. Das heißt, diese Wand walzte jetzt direkt auf mich zu. Und als ich das realisierte, während ich ganz gemütlich meinen Zeitraffer von diesem Unwetter machte, war natürlich alles schon zu spät. Ich habe dann schnell zusammengepackt, habe versucht, irgendwie die Flucht zu ergreifen, was völlig sinnlos war, da der nächste Ort Prero ca. 6 Kilometer noch entfernt war. Das hätte ich niemals geschafft. Und außerdem musste ich noch 1,5 Kilometer direkt am Strand entlang, da es hinter mir nirgendwo hoch in den Wald ging. Und dann hat mich das komplett überrollt. Ich bin da wirklich in der Gegend rumgepeilt auf der Flucht und habe mir die Ohren dabei zugehalten, weil ich bei jedem Blitz dachte, neben mir explodiert irgendwie ein Atomkraftwerk oder sowas. Was ich an dieser Stelle unbedingt auch noch erwähnen möchte, ich bekomme unzählige Nachrichten, E-Mails, Kommentare auf die Bilder, wo mir Leute viel Glück wünschen, eine schöne Reise wünschen, schönes Wetter wünschen. Und vor allem ist es unglaublich, wie viele Leute mich schon zu sich eingeladen haben. Vielen Dank für eure angebotene Gastfreundschaft. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Behaltet euch das unbedingt bei. Das ist in unserer verkackten Welt wirklich sehr, sehr wichtig. Zurück auf dem Festland lief ich Richtung Süden und weiter durch die Region Mecklenburgische Seenplatte, die mit über 5000 Quadratkilometer den größten Landkreis Deutschlands darstellt. Über 1000 natürliche Seen bilden auf dieser Fläche das größte vernetzte Wassersportrevier Europas, inklusive dem Nationalpark Müritz. Leider ist es bei mir so, dass ich mich immer etwas scheue, wenn ich Menschen kennenlerne, die Kamera auszupacken und draufzuhalten. Das macht irgendwie in meinen Augen oft den Moment einfach kaputt, wenn die Leute wissen, dass sie gefilmt werden. Deswegen gibt es davon wenig Material. Und ich erzähle das halt einfach jetzt mal so nebenbei. Ich hoffe, das ist irgendwie okay und ihr habt Verständnis dafür. Am Kummerower See habe ich so einen Russen kennengelernt. Da bin ich an so einem Zeltplatz vorbeigelaufen, wo wirklich kaum was los war. Da stand nur ein einziges Zelt und vielleicht 10 Wohnwagen. Und ich wollte ihn eigentlich nur fragen, wie das hier läuft, ob ich mich einfach hinlegen kann oder ob hier irgendwo eine Anmeldung ist. Und er hat mich dann auch gleich zum Bier eingeladen und zum Grillen eingeladen. Und natürlich endete das Ganze dann so, dass er auch noch seinen selbstgebrannten Wodka herausgeholt hat und wir uns da bis früh um 3 ordentlich einen hinter die Binde gekippt haben. Und das war ganz niedlich, weil der dann am nächsten Morgen so gegen 10:30 an mein Zelt kam und ganz vorsichtig gefragt hat, wie es mir geht, weil er mittlerweile gelernt habe, dass die Deutschen seinen selbstgebrannten, der mindestens 50% hat, nicht so gut vertragen. Er hat mir dann da sogar noch Frühstück gemacht und einen Kaffee angeboten und hat mir wirklich die unglaublichsten Storys erzählt. Wie er einst mit seinen Kumpels durch Sibirien gezogen ist, wochenlang nur mit Rucksack, immer mit Gewehr im Anschlag. Und das Witzige war auch noch, dass er dann erzählt hat, dass er, als er nach Deutschland gekommen ist, hier seinen Jagdschein gemacht habe, aber nicht,
um hier zu jagen, sondern weil er der Meinung ist, ein Russe ohne Waffe ist kein richtiger Russe. Und da er nun den Jagdschein hat, kann er natürlich eine Waffe bei sich tragen. Ja, dann habe ich letztens so eine alte Dame kennengelernt, so ein sympathischer Althippie. Und sie hat mir dann ganz viel aus ihrer Gegend und von ihrem Leben erzählt und wollte mich hierhin fahren und dahin fahren und dorthin fahren und mir alles Mögliche zeigen. Sie meinte dann witzigerweise noch, ach, du musst dir das alles angucken, diese Gegend ist so interessant und du rast hier durch das Land. Was total witzig ist, weil ich mir ja nun wirklich die langsamste Art der Fortbewegung rausgesucht habe, um dieses Land zu erkunden. Eine lustige Begegnung hatte ich noch bei Gülzow. Da bin ich abends so durch den Ort gelaufen und wollte mir eigentlich nur noch Wasser für die Nacht besorgen. Und da hielt dann so ein Auto, auf der Fahrerseite stieg eine Frau aus und auf der Beifahrerseite so ein Typ mit Glatze, tätowiert, Sternburg-Bier in der Hand und schon 1,8 im Turm. Und der Typ hat mir immer wieder die gleiche Frage gestellt. Du läufst also völlig sinnlos mit deinem Rucksack durch dieses Land. Und das war so lustig. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass das für mich nicht sinnlos ist, sondern irgendwie eine Erfahrung und dass mir das Spaß macht in der Natur und diesen ganzen Quatsch. Aber der hatte dafür kein Verständnis. Der hat das überhaupt nicht nachvollziehen können, was ich da mache. Aber der war trotzdem total liebenswert und hat mein Wasser auch aufgefüllt und hat mir noch Essen angeboten, wollte mir frische Eier von seinen Hühnern geben. Also auch er war der beste Beweis dafür, dass es total egal ist, ob man sich für die gleichen Dinge interessiert. Es kommt nur darauf an, wie man aufeinander zugeht. Und auch wenn er immer wieder gefragt hat, warum ich sowas Sinnloses mache, wollte er mir unbedingt helfen. Und er hat mir dann sogar noch einen Tipp gegeben, wo ich schlafen könnte, an so einem kleinen See, der witzigerweise sogar Kleiner See hieß. Der war auf meiner Karte gar nicht eingezeichnet. Ja, also ich habe wirklich unglaublich viele nette Menschen kennengelernt bis jetzt. Und das, obwohl ich auf meiner Tour eigentlich gar nicht unbedingt auf der Suche nach Begegnung mit Menschen bin. Ich bin tatsächlich hauptsächlich unterwegs, weil ich in der Natur sein will und die Wanderwege irgendwie langlaufen möchte. Was übrigens die meisten der Begegnungen gemeinsam haben, ist eine immer wiederkehrende Frage. Und zwar die Frage, wie ich das alles überhaupt realisiere. Und die Leute erzählen mir dann immer, wie gerne sie sowas auch mal machen würden. Also zumindest die meisten, außer der eine Typ in Gülzow, der das total sinnlos fand. Aber die meisten möchten das auch gerne mal machen. Sie möchten einfach draußen in der Natur sein, auf unbestimmte Zeit. Und ich finde das irgendwie so krass, dass Menschen, sagen wir mal im Durchschnitt, 40 Jahre arbeiten, aber nur 6 Wochen im Jahr Zeit haben, wirklich mal den ganzen Tag lang nur das zu tun, was sie gerne tun möchten. Ich finde das wirklich traurig, dass das, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Keine Ahnung, 6 Wochen. 6 Wochen von einem Jahr. Oder selbst wenn manch einer 8 Wochen hat, ist das doch wahnsinnig wenig auf ein Jahr gerechnet. Man kann doch nicht nur für die Arbeit leben. Es sei denn, die Arbeit ist das, was einen total erfüllt. Dann ist alles gut. Waren ist mit über 21.000 Einwohnern der Hauptort an der Müritz und Zentrum der Urlaubsregion Mecklenburgische Seenplatte. Die gut erhaltene Altstadt, das Naturerlebniszentrum, die Festspiele, der Stadthafen und die regionale Natur sind Hauptanlaufpunkte der zahlreichen Besucher. Auch der Weltmarktführer für große Schiffspropeller, Mecklenburger Metallguss, hat seinen Sitz in Waren. Damit ist die Stadt neben dem Tourismus auch wichtiger Wirtschaftszweig der Region. Ich bin jetzt irgendwie 5 Kilometer in so einem Fischereigebiet hier schon unterwegs.
Und jetzt stehe ich hier plötzlich vor so einem Tor, also auf der Innenseite, und muss hier raus, weil dort mein Wanderweg lang geht. Ich habe vorhin schon so Schilder gesehen, dass hier Betreten strengstens verboten ist und so. Wegen Fischereibetrieb, keine Ahnung, aber mein Wanderweg auf der Karte ging hier lang. Und dieser Fischereibetrieb, der ist riesig, der nimmt die halbe Landschaft hier ein. Deswegen dachte ich, ja komm, lauf mal durch da. Ich sehe gerade, auf dem Tor ist auch noch Stacheldraht. Naja, okay. Gar nicht so einfach mit Rucksack und allem über so einen Zaun zu klettern. Naja, und weiter geht's. Oh Gott. So, ich finde, es ist an der Zeit, mir mal selber auf die Schulter zu klopfen und mich zu feiern, denn ich habe die ersten 1000 Kilometer hinter mir. Und ich kann sagen, bis jetzt ist wirklich alles mindestens so schön und spannend, wie ich es mir vorgestellt habe. Mein Gepäck ist übrigens mittlerweile etwas leichter geworden, da ich einen Pullover und meine Kameradrohne zurück nach Leipzig geschickt habe. Den Pullover einfach, weil es natürlich mittlerweile wärmer geworden ist, und die Drohne, weil ich sie nicht benutzt habe. Ich habe auch schon wieder ein paar spannende Begegnungen mit Menschen gehabt, zum Beispiel mit Kerstin, eine Betreiberin von einem kleinen abgelegenen Zeltplatz, direkt am See gelegen, wunderschön. Und die hat auch gleich meine ganzen Klamotten in der Waschmaschine ihrer kleinen Gaststätte gewaschen, weil sie meinte, so einen verrückten Typen muss man unbedingt unterstützen. Und um die Klamotten zu trocknen, hatten wir zwischen zwei Laternen auf der Terrasse ihrer Gaststätte eine Schnur gespannt, und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass es diese eine Laterne aus der Wand reißt. Aber Kerstin meinte nur, sie hat in den letzten 13 Jahren auf dem Zeltplatz so viel reparieren müssen, dass es ihr auch nicht schwerfallen wird, diese Laterne wieder anzubringen. Ich hatte jetzt auch den ersten Besuch auf meiner Reise, denn Sabrina hat mich für ein paar Tage bei Fürstenberg besucht. Und wir waren bei gefühlten 100 Grad im Schatten ausgiebig baden, haben kleine Wanderungen gemacht und uns die Bäuche vollgefressen. Das war so richtig schön Urlaub. Zum Beispiel haben wir mehrere Lost Place Touren gemacht. Eine Fabrik direkt in der Umgebung von Fürstenberg. Ich glaube, das war mal eine Lebensmittelfabrik, weil dort auch eine riesige Mühle und große Speicher standen. Und in der Mühle, da sind wir auch bis ganz hoch unters Dach gekommen und hatten von dort aus einen wunderbaren Blick über die komplette Umgebung. Dann haben wir uns noch so ein altes Sanatorium angeschaut und so ein paar NVA-Baracken am Schumacher See. Und auch sehr schön ein altes Schloss. Da sind wir zwar leider nicht reingekommen, da das komplett zu war, aber wir konnten uns da ringsrum überall umsehen und durch die Fenster schauen. Und die Portale, die waren auch schon wieder neu restauriert. Aber es hat den Eindruck gemacht, als wenn da schon lange niemand mehr Hand angelegt hat und das Areal eigentlich komplett verlassen ist. Sehr schön und vor allem sehr lustig war unsere Tretbootfahrt auf der Havel. Da kann der Rest der Welt und ich sehr froh sein, dass Sabrina die Lenkung übernommen hat, weil ich wahrscheinlich alles gerammt hätte, was uns irgendwie entgegengekommen ist. Ich habe die Lenkung einfach nicht unter Kontrolle bekommen. Okay. Oh nein, ab ins Schief! Ey, mein Fuß schläft gerade ein, glaube ich. Das geht nicht. Wir haben dann am Waldrand in so einer kleinen Nische kurz angelegt und uns noch so eine Kinder- und Jugend-KZ-Gedenkstätte angeschaut. Und ja, was soll ich sagen? Die Dummheit, Ignoranz und Grausamkeit der Menschen scheint offensichtlich keine Grenzen zu kennen.
Man kann nur hoffen, dass wir das hinter uns haben. Ja, Sabrina musste dann nach Schweb zurück und ich bin dann weitergelaufen zum Sidosee, am Plattkosee vorbei, zum Lübbesee. Und ich muss sagen, diese ganzen Seen und dieses ganze Gebiet der Mecklenburgischen Seenplatte und auch der Uckermark ist wirklich wunderschön. Diese glasklaren Seen. Das untere Odertal ist Deutschlands einziger Auen-Nationalpark und zugleich das erste grenzüberschreitende Großschutzgebiet mit Polen. Es gehört zu den artenreichsten Lebensräumen der Bundesrepublik. Knapp 150 Vogelarten brüten im Nationalpark und die Oder ist mit über 40 Arten berühmt für ihre Fischfauna. Ich bin hier gerade am Scharmützelsee und habe hier einen riesigen Lost Place gefunden. Und zwar war das wahrscheinlich mal ein altes Feriencamp. Hier sind ganz viele Bungalows, denn hier, wo ich mich gerade befinde, ist das Haupthaus. Und das scheint wirklich schon wahnsinnig lange leer zu stehen. Das Schöne ist, zu diesem Feriendorf gehört ein eigener Strand dazu. Ihr könnt euch also denken, wo ich heute schlafen werde. Perfekt. Ich werde mich jetzt mal hier noch etwas umschauen. Ich glaube, hier bin ich im Disco-Keller. Wahnsinn. So, raus hier. Also wirklich unglaublich, dieses Gelände hier nimmt kein Ende. Mitten im Wald am See gelegen. Und dieses Gelände hat sogar einen eigenen Bootsanlegesteg. Und selbst der ist komplett runtergewirtschaftet und kaputt, kann man nicht mehr betreten. Und jetzt werde ich mir die perfekte Stelle zum Schlafen suchen. Am hauseigenen Strand. Junge, Junge, wie sieht denn das in meiner Hütte aus? Es hat den ganzen Morgen geregnet, auch die ganze Nacht schon. Jetzt ist langsam alles getrocknet und ich werde weiterziehen. Und tschüss! Der Spreewald ist mit seinen reizvollen Wasserlabyrinthen eine ausgedehnte Auen- und Moorlandschaft sowie eine historische Kulturlandschaft im Südosten des Bundeslandes Brandenburg. Hauptmerkmal ist die natürliche Flusslaufverzweigung der Spree, die durch angelegte Kanäle erweitert wurde. Im frühen Mittelalter war die Niederlausitz überzogen von einem Netz kleiner ringwaldförmiger Burganlagen. Eine dieser Slawenburgen steht heute wieder aufgebaut bei Radusch. Als äußerlich originalgetreue Nachbildung erinnert die Burg heute an eine weitgehend verschwundene Kultur.
Bei einer Besichtigung konnte ich mich auf eine Zeitreise durch die mehrtausendjährige Vergangenheit der Niederlausitz begeben. So, ich bin hier gerade bei Sassleben und ich habe heute im Wald vier Leute getroffen, die auf einer Radtour unterwegs waren. Und die vier kamen aus Sassleben. Und wir haben wäre ich doch beinahe aufs Maul geflogen. was wollte ich erzählen? Ja, und die vier kamen aus Sassleben und meinten, in Sassleben gibt es einen wunderschönen Platz, wo ich wohl die Nacht schlafen könnte. Und zwar ist das hier so eine kleine Halbinsel und hier muss wohl mal ein Schloss gestanden haben, was dann irgendwann wohl abgebrannt ist, aber es soll noch Reste geben. Sie meinten, hier wäre es total idyllisch und ich würde niemanden stören. Also dieser Platz ist wirklich sehr, sehr geil. Zieht euch das mal rein hinter mir. Ich habe heute schon einen sehr witzigen Morgen hinter mir. Denn Bernd, einer der vier Radfahrer, die mir gestern diesen schönen Platz bei Sassleben empfohlen haben, hat mich heute Morgen an meinem Zelt besucht und mich zum Frühstück eingeladen. Und jetzt bin ich auf meinem weiteren Weg durch die Karlauer Schweiz. Noch nie davon gehört. Hier ist es aber auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und ich bin direkt schon mal leicht außer Atem, weil es die ganze Zeit schon bergauf geht. Das bin ich gar nicht gewohnt. Aber ich glaube, so langsam muss ich mich daran gewöhnen. Ja, was gibt es denn mittlerweile eigentlich für Verluste zu beklagen? Und zwar habe ich meine teure Outdoor-Sonnenbrille an einem Imbiss liegen lassen und sie durch diese saucoole 9€ Rossmann-Sonnenbrille ersetzt. Und mein Mikrofaserhandtuch hängt seit einiger Zeit an einem Baum bei einem See zum Trocknen. Dafür habe ich mir dieses schwere Teil gekauft. Das werde ich aber auch noch ersetzen, wenn ich wieder einen Outdoor-Laden finde. Ja, und meine Socken? Mittlerweile hatte ich nun auch den zweiten Besuch auf meiner Reise, denn ich hatte mich in Kamenz mit Sue und Thomas verabredet. Wir sind dann zusammen auf einen sehr gemütlichen Campingplatz am Deutsch-Baselitzer Großteich gefahren und das war wirklich eine erfrischende, entspannende und vor allem sehr lustige Zeit. Die beiden hatten auch ihre Fahrräder dabei und ich habe mir auf dem Campingplatz dann auch noch ein Rad geliehen und wir haben eine kleine Radtour gemacht, nochmal nach Kamenz rein, wo wir uns unter anderem die ehemalige Klosterkirche St. Annen angeschaut haben, die einst zum Kamenzer Franziskanerkloster gehörte. Allerdings hatte dieses Franziskanerkloster nicht lange Bestand, denn der Grundstein wurde Ende des 15. Jahrhunderts gelegt und bereits Mitte des 16. Jahrhunderts verließ der letzte Franziskaner das Kloster dann auch schon wieder. Dann hat es dort auch mehrere Male gebrannt, sodass das Kircheninnere eigentlich auch gar nicht mehr ursprünglich erhalten ist. Ich könnte eigentlich mal dieses Zeug hier ablegen. Ich sehe wahrscheinlich aus wie ein Vollhorst. was wollte ich sagen? Ja, was ich eigentlich noch spannender fand, war die Hauptkirche St. Marien, die auf dem höchsten Punkt der Stadt errichtet wurde. Und hört, hört, 1729 wurde in dieser Kirche Gotthold Ebrahim Lessing getauft. Und aus diesem Grund nennt sich Kamenz natürlich auch Lessingstadt. Ja, eigentlich wollten wir uns nach den zwei Tagen dann trennen, aber irgendwie wurde es dann zum Running Gag, dass wir gesagt haben, wir verbringen den kompletten Urlaub miteinander. Und so haben wir dann noch einen Tag dran gehangen und uns das alte Barockschloss Ramanau angeschaut. Ja, und dieses Anwesen gilt als eines der besten erhaltenen barocken Landschlösser in Sachsen. Ja, und wie sollte es anders sein? Auch an diesem Tag haben wir es nicht geschafft, uns zu trennen.
da Thomas plötzlich mit dem Vorschlag um die Ecke kam, dass wir uns doch noch den sogenannten Stasi-Knast in Bautzen anschauen können. Es wurde 1906 als Bautzener Gerichtsgefängnis eröffnet und ab 1933 auch zum Verhör von sogenannten Schutzhäftlingen der SA genutzt. Nach dem Krieg war es dann kurzzeitig sowjetisches Untersuchungsgefängnis und ab 1949 Strafvollzugsanstalt der sächsischen Justiz. Ab 1956 wurde das Gefängnis Bautzen II zu einem Hochsicherheitstrakt für Sondergefangene, wie Regimekritiker, Gefangene aus Westdeutschland, Spione oder Kriminelle mit prominentem Sonderstatus. Ja, im Zuge der Wende wurden dort natürlich dann alle politischen Gefangenen der DDR freigelassen. Kurz darauf wurde das Gefängnis geschlossen und es wurde zur Gedenkstätte ausgebaut. Da wir unsere nun wirklich letzte gemeinsame Nacht nicht nochmal auf dem Campingplatz verbringen wollten, sind wir dann auf einem Parkplatz gefahren, direkt an der Talsperre Bautzen, und haben dort die Nacht verbracht. Und am nächsten Morgen haben die beiden mich dann nach Bischofswerda gefahren. Das heißt, den Weg zwischen Kamenz und Bischofswerda habe ich nicht zu Fuß zurückgelegt. Das sind vielleicht so 20, 30 Kilometer gewesen. Ja, von dort aus ging es dann auf dem Polenstalweg durch das Polenstal, was wirklich wunderschön ist. Ich sage euch, lauft alle mal den Polenstalweg. Das ist wirklich sehr, sehr traumhaft. Und das Polenstal ging dann direkt in das Elbsandsteingebirge über. Von dem Kernstück des Elbsandsteingebirges bin ich dann runter zur Festung Königstein gelaufen und wollte mir die eigentlich auch ansehen. Aber dort war so viel los und es kam alle drei Minuten neue Touristenbusse an, die dort Leute ausgespuckt haben, dass mir das einfach zu viel war. Und als ich dann in der Informationsstelle auch noch nach Wasser gefragt habe, nach Leitungswasser, und das ein Riesenproblem darstellte, hatte ich überhaupt keine Lust mehr, dort irgendwie Zeit zu verbringen. Und das war tatsächlich das allererste Mal auf der Reise, dass es ein Problem war, einem Wanderer, der gerade bei 35 Grad im Schatten mit einem schweren Rucksack durch die Gegend läuft, 1 Liter Wasser aus der Leitung zu geben. Aber wer weiß, vielleicht hatte der Typ auch einfach einen schlechten Tag. Was soll's, es sei ihm verziehen. Und jetzt geht es für mich durch das Erzgebirge. Und zwar hauptsächlich entlang des Kammweges, der dann direkt in den Rennsteig übergeht. Aber bis dahin sind es noch ein paar hundert Kilometer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, es ist Punkt 12 Uhr mittags und ich laufe jetzt mal weiter. Also, Freunde, bis später. Das Erzgebirge ist ein Mittelgebirge in Sachsen und Böhmen. In der Gemeinde Seifen hatte ich das Gefühl, endgültig im Land der Nussknacker und Schwibbögen angekommen zu sein. Jedes Haus, jeder Laden, selbst die Straßenlaternen waren entweder mit Nussknackern oder Schwibbögen verziert. Einmal im Erzgebirge unterwegs wollte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, die höchste Erhebung auf deutscher Seite, den Fichtelberg, zu erwandern. Mit 1215 Meter die einst höchste Erhebung der ehemaligen DDR. Sehr, sehr krass. Ich krauche hier gerade mal wieder durchs Unterholz.
da der komplette Wald und der Wanderweg mit umgestürzten Bäumen voll liegt. Ich kann einfach meinen Wanderweg nicht mehr laufen. Unglaublich. Ich frage mich, was hier für ein Unwetter durchgezogen ist. Die sind auch nicht gefällt, die Bäume. Die sind wirklich alle abgebrochen. Man sieht das. Das Holz ist noch ganz frisch und krass. So, ich befinde mich gerade in zwei Ländern gleichzeitig und besetze im wahrsten Sinne des Wortes gerade eine Ländergrenze. Juhu! Wir sind in der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröte-Rautenkranz und hier ist der erste Deutsche geboren, der ins Weltall fliegen durfte. Sigmund Jähn, damals DDR-Bürger, ist der erste Deutsche, der ins All flog und bereits nach seinem Flug 1979 entstand eine kleine erste Ausstellung, wo dieser historische Flug mit Valery Bykovsky gewürdigt wurde. Aber wir sind die Deutsche Raumfahrtausstellung, das heißt, wir würdigen die Raumfahrt, die Geschichte der Raumfahrt auf beiden Seiten. Damals waren es ja die Sowjetunion und die USA, die in diesem stetigen Wettbewerb die ersten Raumflüge gemacht haben. Und wir sind natürlich auch bestrebt, die deutschen Raumfahrer besonders zu würdigen. Es gibt ja nicht nur Sigmund Jähn, Ulf Merbold und Alexander Gerst, sondern insgesamt sind das jetzt schon 11 deutsche Raumfahrer, die im Weltall unterwegs waren. Und was wir noch haben, ist der Nutzen der Raumfahrt. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Leute mitnehmen. Raumfahrt ist nichts, wo Millionen und Milliarden da draußen vergeudet werden, sondern Raumfahrt ist Forschung für die Erde. Und das versuchen wir auch in unseren Räumen an vielen Beispielen darzustellen. Wir sitzen hier im Mir-Modul, das ist der Basisblock der Raumstation Mir. Der diente zum Üben, zum Trainieren. Also hier haben tatsächlich in den 90er Jahren die ersten europäischen, die westeuropäischen Raumfahrer ihre ersten Trainingsstunden gemacht. Also das sind die, die auf der russischen Station Mir damals tätig sein durften. Ja, unser Verein muss das Ganze natürlich tragen. Das heißt auch, wir finanzieren uns in der Regel von den Eintrittsgeldern. Wir haben eine Unterstützung durch unsere Gemeinde. Aber im Grunde müssen wir immer wieder auch etwas Neues bringen, die Sonderausstellungen ansprechend gestalten, viel Werbung machen. Das ist auch wichtig, dass man immer wieder im Gespräch bleibt. Das ist wichtig. Persönliche Interesse ist, glaube ich, hier in der Region, also ich habe lange Zeit hier in Rautenkranz gewohnt, das ist dadurch begründet, dass man Sigmund Jähn kennt und mag. Das ist ein ganz bodenständiger Mann und viele haben eben diese ganze Geschichte damals miterlebt. Natürlich wurde er gefeiert, damals von der DDR-Führung und er musste in die Betriebe, er musste in die Kindergärten, er musste eigentlich überall sein. Aber er ist immer auf dem Boden geblieben. Er ist ein ganz angenehmer Zeitgenosse, egal wie sich die politischen Verhältnisse geändert haben. Er ist heute noch sehr beliebt, mit Recht sehr beliebt. Und ich denke, damals hat uns auch niemand zwingen müssen, auf die Straße zu gehen, als der dann empfangen wurde 1979. Ich weiß das noch. Da kam der mit Valery Bykovsky im offenen Wagen gefahren und da war also ein Hype hier überall. Das war ehrlich gemeinte Freude für diesen sehr angenehmen Menschen aus Morgenröte-Rautenkranz. Ich bin heute Morgen ja in Plauen wieder losgelaufen und in Gudenfürst, da habe ich dann nach Wasser gefragt.
bei so zwei älteren Damen, die gerade ihre Hecke gegossen haben. Und die haben mich dann gleich noch reingebeten zu sich in den Garten. Da habe ich mich dort kurz hingesetzt, noch ein Bier getrunken. Echt wunderbar. Die waren total cool, die beiden. Echt super. Und hier an diesem Ort werde ich jetzt die Nacht verbringen. Und zwar auf diesem Tisch. Und das ist auch ein ganz besonderer Ort hier, denn gleich hier nebenan steht der Drei-Freistaaten-Stein. Ja, und der Drei-Freistaaten-Stein, der steht dort deswegen, weil sich hier die drei Bundesländer Sachsen, Thüringen und Bayern treffen. Und das bedeutet natürlich auch, dass das einst Grenzgebiet war. Und morgen werde ich in einem weiteren Ort, vielleicht 5 Kilometer von hier oder so, mir das Deutsch-Deutsche Museum anschauen. Ich baue jetzt mein Nachtlager weiter auf und dann koche ich mir noch was und dann geht's ab ins Bett. Und was ich gerade vermisse, ist mein Kissen. Habe ich das irgendwo liegen lassen? Habe ich das schon rausgepackt? Junge, Junge, Junge. Trinkt der einmal ein Bier, kriegt er nichts mehr gebacken. Fuck, wo ist mein Kissen? Hallo. Oh, ich bin so ein Trottel. Es lag die ganze Zeit hier am Rucksack. Naja, okay, alles klar. So, ich koche mir jetzt noch eine Suppe. Und dann würde ich sagen, gute Nacht, Freunde, bis später. Ja, hier befinden wir uns jetzt im geteilten Dorf Mödlareuth, das den Beinamen auch Little Berlin, Klein Berlin erhielt, weil Mödlareuth 1966, 5 Jahre nach dem Berliner Mauerbau, ebenfalls durch eine 700 Meter lange Betonmauer hier geteilt war. Die Grenze wurde ja schon 1952 geschlossen, also 9 Jahre vor dem Berliner Mauerbau. Und hier in Mödlareuth wurde als erste Sperrenlage ein 700 Meter langer Holzbretterzaun errichtet, bis eben dann 1966 diese 700 Meter lange Betonmauer quer durch den Ort Mödlareuth dann gezogen worden war. Hier, wenn man hinabblickt, sieht man noch den Tannenbach, der wie gesagt auch heute noch die Grenzlinie darstellt. Das heißt, hier ist die bayerische und hier die thüringische Seite von Mödlareuth. Links hinter dem Kontrollhäuschen noch einmal aufgebaut, die sogenannte Straßensperre Igel, eine sogenannte Schlagsperre gewesen. Als wenn hier jemand versucht hätte, mit Fahrzeugen durchzubrechen, dann konnten die Angehörigen der Volkspolizei per Knopfdruck von diesen Kontrollpunkten aus eben diese Straßensperre Igel entriegeln, schlug innerhalb von 5-6 Sekunden quer über die Fahrbahn. Hier begann dann die sogenannte Hinterlandzaun, dieser Schutzstreifenzaun. Und das Besondere an diesem Zaun, es waren eben hier diese Signaldrähte, die also mit Signalstrom geladen waren, kein Starkstrom, aber Signalstrom. Das bedeutet aber auch, ein Flüchtling, wenn er hier versucht hätte, seinen Draht zu durchtrennen oder beim Übersteigen des Zaunes die zwei oder mehr Drähte gegenseitig berührten, dann erfolgte bereits Alarmauslösung bei den DDR-Grenztruppensoldaten. Hier gab es eben natürlich auch verschiedene Einrichtungen, sehr markant eben auch diese Beobachtungstürme gewesen. Die wurden ab 1952 zunächst aus Holz errichtet, sahen eher aus wie so ein Jagdstand, so eine Jagdkanzel. Und Ende der 60er Jahre wurden dann die ersten runden Betontürme hier an der innerdeutschen Grenze aufgebaut. 8 Stunden, 24 Stunden rund um die Uhr war hier der Beobachtungsturm Mödlareuth dann mit DDR-Grenztruppen bis zur Grenzöffnung 89 dann besetzt gewesen. Jetzt kommen wir dann in den Bereich der sogenannten vorderen Sperrenlagen. Das bedeutet die Sperrenlagen in unmittelbarer Nähe der eigentlichen Grenzlinie. Und daran schloss sich hier an der 6 Meter breite Kontrollstreifen, unmittelbar vor dem ersten Zaun der Kfz-Sperrgraben gewesen, etwa 3 Meter breit, 1,50 Meter tief. Und dann folgte die letzte Sperrenlage, der sogenannte Grenzzaun 1.
drei Metallplatten von oben nach unten überlappend angeschaut. Und zwar so, damit dass hier auf der DDR-Seite eine glatte Fläche herrscht, dass man hier mit den Füßen als Flüchtling abgerutscht wäre. Die Schabverbindungen auch meistens von der Westseite geschabt und durch Umschlagen noch gesichert, sodass man von der Ostseite nicht hatte einfach die Platten abschrauben können. Hier schon der neue Zauntyp, verzinktes Material, die Maschen so eng gehalten. Als Erwachsener habe ich schon wahnsinnige Schwierigkeiten, hier einen festen Halt mit den Fingern greifen konnte. Die Mauer ursprünglich 700 Meter lang gewesen. Hier noch knapp 100 Meter im Original erhalten, etwa 3,40 Meter hoch. Das runde Rohr auf der Mauer ein sogenannter Übersteigschutz gewesen, also ein Flüchtling, wenn er versucht hätte, an der Mauer emporzuspringen, keinen festen Halt mit den Fingern greifen konnte und auch Fluchthilfsmittel, Wurfanker mit Seilen daran zum Beispiel sich nicht oder nur sehr schwer hätten oben an der Mauerkrone einhaken können. Das, was sich auch viele westdeutsche Besucher nicht vorstellen konnten, wenn man also hier Sonntagnachmittag spazieren gegangen war, dass dann 2-3 Meter entfernt DDR-Grenztruppen mit Kalaschnikow geschultert auftauchten, wortlos vorbeipatrouillierten. Also theoretisch hätte man ihnen sogar die Hand reichen können, in der Praxis natürlich nicht möglich gewesen. Also hier auf der bayerischen Seite von Mödlareuth in den 80er Jahren auch schon etwa 20.000 bis 30.000 Grenztouristen jährlich gewesen, wie also auch hier das geteilte Dorf Mödlareuth sich hier angesehen hatten. Und um also zu verhindern, dass hier unwissentlich der Tannenbach die Grenzlinie hier überschritten worden war, um also solchen Grenzprovokationen in Anführungszeichen Einhalt zu gebieten, eben hier der Warnpfahl Achtung Bach mit der Grenze für die zahlreichen westlichen Grenztouristen dann angelegt gewesen. Ja, ich sitze hier gerade etwas gelangweilt am Startpunkt bzw. am Ende des Rennsteigs rum. Und jetzt gerade als ich los wollte, hat es ordentlich angefangen zu regnen. Ich hoffe, das hört bald wieder auf. Gestern hat es auch schon den ganzen Tag geregnet. Das war aber nicht so schlimm, da es trotzdem sehr warm war. Und da war mir das dann auch egal, ob ich nun von außen oder von innen nass werde. Ja, mein weiterer Weg führt jetzt durch den Thüringer Wald bis nach Eisenach. Wie gesagt, hauptsächlich den Rennsteig entlang. Wenn es jetzt nicht regnen würde, hätte ich eigentlich auch richtig Lust, direkt loszulaufen, da ich heute so richtig voller Tatendrang bin. Es gibt ja so Tage, an denen hat man weniger und Tage, an denen hat man etwas mehr Elan. Heute ist so ein Tag mit sehr viel Elan, aber der Regen stoppt mich gerade etwas. So, das ist nicht etwa ein Bachlauf, sondern das ist mein Weg. Er ist leicht überschwemmt. Alle Achtung, das war doch mal ein richtig schöner erster Tag auf dem Rennsteig. Es hat irgendwann so richtig schön heftig angefangen zu regnen und auch nicht wieder aufgehört. Ich bin komplett durch, meine Hose ist komplett durch, meine Schuhe, meine Socken, alles pitschnass. Jetzt habe ich aber diese schöne Hütte hier gefunden und werde auch hier schlafen, hier drin mein Isomatte hinlegen und so, perfekt. Und das Geilste ist, also circa 2 Kilometer weg von hier war ein Dorf und da gab es so eine Rennsteighütte. Da hätte ich auch drin schlafen können, da waren aber auch schon ein paar andere Leute und das ist mit Duschen, Toilette, alles dabei, aber ich will einfach meine Ruhe haben. Deswegen bin ich noch die 2 Kilometer im Regen gelaufen. Aber das Schöne war, da gab es einen Kühlschrank und eine Kasse des Vertrauens. Und in diesem Kühlschrank gab es naturtrübes Radler. Und darauf freue ich mich schon sehr. Das werde ich mir gleich gönnen. Und wer Radler hat, der braucht kein Wasser mehr. Junge, Junge, Junge. Ach schön. Herrlich.
Ich freue mich. Von Hörschel bei Eisenach bis zum Oberlauf der Saale bei Plankenstein verläuft der Rennsteig als Höhenweg über den Kamm des Thüringer Waldes, des Thüringer Schiefergebirges sowie teilweise durch den nördlichen Frankenwald. Laut einer Analyse ist dieser 170 Kilometer lange Fernwanderweg mit knapp 120.000 monatlichen Google-Suchanfragen der beliebteste Fernwanderweg Deutschlands. Ich lief den Weg in die entgegengesetzte Richtung von Plankenstein nach Eisenach. Gönnte mir aber hin und wieder auch einen kleinen Umweg abseits der vorgegebenen Route. So Freunde, nochmal ein paar abschließende Worte zum Rennsteig. Der Rennsteig hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Vor allem die weiten Ausblicke, die man von den Bergen aus über den Thüringer Wald immer wieder hatte. Aber ich muss sagen, wäre ich nicht hin und wieder vom Rennsteig abgegangen, wäre mir die Vielfalt des Thüringer Waldes auf jeden Fall verborgen geblieben. Zum Beispiel war ich an dem Falkenstein, der mit 96 Metern Höhe der größte freistehende Kletterfelsen Thürings ist und überhaupt einer der beliebtesten Kletterfelsen der Region. Dann hatte ich noch einen wunderbaren Wanderweg durch das steinerne Tor, der auch total schön war mit schönen Felsformationen. Ebenfalls wunderschön war das Spittertal im Thüringer Wald. Und durch das Spittertal kommt man auch zu dem mit ca. 20 Meter Höhe größten natürlichen Wasserfall des Thüringer Waldes, den man auf dem Rennsteig auch nicht sehen würde. Ja, und was mich so richtig hart begeistert hat auf meinem Weg durch den Thüringer Wald, war der Abschnitt vom Rennsteig Richtung Eisenach. Und zwar bin ich da durch die Drachenschlucht gekommen. Ja, und die Drachenschlucht ist eine 3 Kilometer lange Klamm, die an der engsten Stelle nur 68 cm breit ist. Ich habe da mit meinem Rucksack gerade so durchgepasst. Und diese Klamm ist so ungefähr vor 250 Millionen Jahren entstanden. Ja, und wie schon erwähnt, bin ich dann nach Eisenach gekommen. Und Eisenach hat mir auch richtig gut gefallen. Eine sehr schöne Stadt. Und in Eisenach hatte ich auch mal wieder Besuch. Und zwar haben mich Vicky aus Leipzig und Jonas aus Köln dort besucht. Hallo. Wir haben uns am ersten Abend, als die beiden angekommen sind, erstmal in ein Restaurant gesetzt und dort ausgetauscht, was es bei jedem so Neues gibt. Es ist unglaublich schön, hier bei dir zu sein, dich zu sehen nach so langer Zeit, mit dir einen schönen Abend zu verbringen, hier in Eisenach, am Storchenturm. Und ja. Und haben dann am Folgetag eine Rundtour gemacht. Ja, und auf dieser Rundwanderung haben wir uns dann natürlich auch die Wartburg angeschaut. Die Burg ist von ihrer baulichen Schönheit und von ihrer Lage, mal ganz abgesehen, natürlich auch dafür sehr bekannt, dass dort im 13. Jahrhundert die später heilig gesprochene Elisabeth von Thüringen lebte. Und vermutlich noch bekannter ist der Fakt, dass dort von 1521 bis 22 der Reformator Martin Luther unter dem Decknamen Junker Jörg versteckt hat. Und dort innerhalb von 11 Monaten das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat. Man kann auf der Wartburg natürlich auch die Lutherstube besichtigen, wo er angeblich das Neue Testament übersetzt hat. Ob das nun wirklich in diesem Raum stattgefunden hat, ich habe bei sowas immer so meine Zweifel. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich so. Ja, und witzigerweise führte unsere Wanderung dann auch wieder ein Stück auf dem Rennsteig entlang.
Und Vicky hat auf dieser Wanderung für sich die Faszination des Springkrautes entdeckt. Oh, der ist mir gerade richtig ins Ohr gesprungen. Krass. Und zum Abschluss wollte ich den beiden natürlich nicht mein Thüringer Highlight vorenthalten und bin mit den beiden nochmal durch die Drachenschlucht gelaufen. Und ich glaube, das hat auch den beiden auf jeden Fall sehr gefallen. La donna, la donna Maria. Spiriti Santi. Mach's gut, Vicky. Ich habe heute die Bundeslandgrenze von Thüringen nach Hessen überschritten und in Friedewald direkt erstmal die Wasserburg eingenommen. Diese Burg wurde übrigens vermutlich erbaut, um den Handelsweg zwischen Frankfurt und Leipzig zu kontrollieren. Hört, hört! Und bevor mein Eroberungsfeldzug jetzt weiter Richtung Bad Hersfeld geht, werde ich mir noch diesen dicken Aussichtsturm anschauen. Ja, bis später. Schön hier. Marburg begeisterte mich auf Anhieb. Abgesehen von den vielen Fachwerkhäusern, welche die kleinen Gassen schmücken, ist die Stadt lebendig und ich kann sagen, dass Marburg für mich die schönste Stadt meiner Deutschlandreise war. Sogar einen Späti gab es, in dem man noch Bier kaufen kann, wenn alle anderen Läden schon lange geschlossen sind. Das kenne ich sonst nur aus der Späti-Oase Leipzig. Was ich an Marburg auch sehr schätzte, es ist möglich, nach 21 Uhr nach Essen zu gehen. In den meisten Kleinstädten ist um diese Uhrzeit bereits lange Küchenschluss. In Marburg bekommt man da noch lange gutes Essen und hat ausreichend Auswahl zwischen den vielen Restaurants, Bars und Kneipen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Enno. Ich habe nämlich mittlerweile die 2000 Kilometer Marke geknackt. Ich bin jetzt über 100 Tage unterwegs und habe die Bundeslandgrenze von Hessen nach Rheinland-Pfalz überschritten. Ja, abschließend noch mal ein paar Worte zu dem wunderschönen Bundesland Hessen, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Zumindest den Teil, den ich davon gesehen habe. Traumhafte Landschaften, diese hügeligen Berge, immer wieder schöne Felsformationen. Malerische, romantische kleine Städte mit ganz viel Fachwerk und ganz viele Schlösser und Burgen. Dann diese Lahn, die sich durch dieses Bundesland schlängelt. Also wirklich alles dabei, was das Herz begehrt. Mein Weg durch Rheinland-Pfalz, der ging und geht jetzt auch weiterhin über die drei Wanderwege entlang der Lahn. Den Lahn-Höhenweg, den Lahn-Wanderweg und den Lahn-Radweg. Da ich zwischen diesen drei Wegen immer hin und her pendle, um auch ja nichts zu verpassen. Und mein Start in Rheinland-Pfalz war auch wirklich genial. Und zwar bin ich auf den Wotanfelsen und habe dort den Ausblick auf die Laurenburg genossen. Das war so schön, dass ich eigentlich auch die Nacht dort verbringen wollte, aber dann kam aus der Ferne ein Gewitter angegrollt und da ich ungern der höchste Punkt sein wollte, bin ich dann doch abgestiegen und bin direkt zu der Laurenburg gelaufen. Die Laurenburg ist eigentlich derzeit öffentlich nicht für Besichtigungen freigegeben, aber
die Eigentümer waren da. Die haben vor einem Jahr diese Burg privat gekauft, wollen auch irgendwann dort wohnen. Die haben mich in die Burg reingelassen. Ich konnte mir auf dem Burghof alles anschauen. Die haben mir Wasser gegeben für die kommende Nacht. Und ich habe dann auch vorsichtig gefragt, ob ich da irgendwo schlafen kann. Und auch das war überhaupt kein Problem. Und das war auch perfekt, da es nachts dann wirklich angefangen hat zu regnen und zu gewittern. Und so konnte ich am Morgen dann alles schön trocken zusammenpacken und entspannt weiterlaufen. Hier und jetzt befinde ich mich übrigens gerade an einer alten Burgruine, der ehemaligen Burg Stein, die bis ins 17. Jahrhundert wohl noch sehr gut erhalten war. Wann sie gebaut wurde, weiß man nicht genau. Man weiß nur, dass sie im Zweiten Weltkrieg dann wirklich endgültig zerstört wurde. Und bevor ich weiterlaufe, werde ich mir erstmal diese Burg anschauen. Denn ich bin gestern Abend sehr spät erst hier angekommen. Und ja, da habe ich dann mein Zelt hier aufgebaut und so und habe mir die Besichtigung für heute aufgehoben. Ich habe mir hier schon wieder einen Wanderweg ausgesucht, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Der ist komplett zugewuchert mit mannshohen Brennnesseln und Brombeersträuchen. Ich kämpfe mich jetzt schon circa eine halbe Stunde hier durchs Unterholz mit meinem Wanderstock. Also ich finde, ich habe eine Belohnung verdient, weil ich den Wanderweg wieder freiräume. Ich treffe mich übrigens gleich irgendwo da oben mit Nina und Flo. Ich freue mich schon sehr, wenn ich heil da oben ankomme. Ich bin fix und alle, aber ich hab's geschafft. Mit Nina und Flo mietete ich für zwei Nächte eine Ferienwohnung am Taunusblick und wir besuchten am ersten Abend eine Gaststätte mit Live-Musik bei dem schlechtesten Essen der ganzen Reise. Am nächsten Morgen fuhren wir nach Koblenz und schlenderten am Deutschen Eck, wo Mosel, Rhein und Lahn zusammenfließen. Da es sehr warm war, beschlossen wir, zum Laarer See zu fahren und hofften dort auf eine Abkühlung. Am See angekommen, stellten wir allerdings fest, dass Baden nicht erlaubt und das Ufer ohnehin komplett mit Schilf zugewachsen war. Als Highlight des Tages nahmen wir uns vor, die Burg Elz zu besichtigen. Doch wie schon den Rest des Tages wurden auch hier unsere Pläne durchkreuzt. Das Deutsche Eck war mit Mark Fosters Bühne zugebaut, die Gondeln zur Festung Koblenz waren überfüllt, der Laarer See war kein Badesee und auf der Burg Elz begann die letzte Führung kurz bevor wir ankamen. Aber all das störte uns nicht im geringsten, denn wir hatten einen richtig schönen, gemütlichen Tag, genossen einfach das Beisammensein und die stresslose Aura, die uns umgab. Am Folgetag reisten die beiden wieder ab und ich entschied mich, entlang der Mosel auf dem Moselhöhenweg, dem Moselsteig und dem Moselradweg meine Wanderung fortzusetzen. So, das ist das nervige Pärchen, was immer Hand in Hand läuft. Ich habe extra versucht, eine Variation zu machen. We'll be right back.
bin gerade auf dem Kalmund-Klettersteig unterwegs und der führt durch den angeblich steilsten Weinberghang Europas. Das stand zumindest da unten auf einem Schild. Ob das stimmt, weiß Gott, ne? Ganz allein. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es wirklich wunderschön hier. Traumhafte Ausblicke, ein richtig geiler Weg. Ich würde sagen, ihr müsst den alle mal laufen. Ich kann euch sagen, das ist vielleicht eine Scheiße. Und zwar, ich habe gestern Abend mein Zelt hier aufgebaut, einen traumhaften Sonnenuntergang genossen, alles tipptopp, richtig geil. Und dann lege ich mich nachts ins Zelt und auf einmal gibt es einen riesen Blob. Und da hat sich von meiner Isomatte die Außenhaut von dem Innengewebe gelöst. Und das sieht jetzt so aus. Richtig geil. Das Problem ist jetzt, ich könnte die jetzt reklamieren, aber das bedeutet, ich muss diese Isomatte einschicken und dann bekomme ich eventuell eine neue. Aber in der Zwischenzeit brauche ich ja auch eine Isomatte. Das heißt also, ich muss mir eine neue kaufen. Und dieser ganze Outdoor-Scheiß ist ja auch nicht gerade billig. Also diese Isomatte hier kostet so um die 100 Euro. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder heulen soll, weil das so lustig aussieht. Scheiße. Naja, mal gucken, ob ich irgendwo einen Outdoor-Laden finde und mir eine neue kaufe oder wie auch immer. In diesem Sinne, bis später. Junge, Junge. Hier ist schon wieder so ein Weg, der komplett zugewachsen ist. Au! Oh, fuck. Oh, das ist echt mies hier, ey. Ach Gott. Au! Oh Mann. Ui, oh. Es lichtet sich. So. Na, das ist doch fast schon wieder rentnertauglich hier. So, eben noch im Moseldschungel verschollen und jetzt schon bei einem herrlichen Aussichtspunkt. Und zwar bin ich hier gerade an der Ruine Starkenburg. Von dieser Burgruine ist nicht mehr viel zu sehen, aber wie ihr sehen könnt, hat man hier einen traumhaften Ausblick über die Mosel. Ich überlege gerade schon, ob ich hier schlafe, weil eigentlich ist es ein schöner Platz. Meine Schuhe benötigten dringend neue Sohlen, da diese komplett runtergelaufen waren. Neue Schuhe wollte ich vermeiden, da ich meine nun bereits eingelaufen und das Blasenproblem der ersten Wochen endlich hinter mir gelassen hatte. Ich buchte mir ein Hotelzimmer und wie es der Zufall wollte, gab es direkt um die Ecke einen unheimlich sympathischen Schuhmacher, der sich sehr über die Aufgabe freute, meine Schuhe für den Rest der Reise wieder herzurichten. Ik kom zelfs uit die Nederlanden, hebben ze gelijk gehoord. Hè? Daar, en daar had ik in het bladen gehad ook. Hebben 17, 18 jaar voor de schricht geweest tegen mijn vermieter. Daar, die wil immer wat meer houden. Ik heb dus twee maal gewonnen. De laatste maal heb ik dat verloren. En dan heb ik gezegd van joh, waar hier met oorlog komt, beveeld komt, dan zijn we hier in het zorgen. Hier ist alles noch ein bisschen gemütlich in dieser Ecke von Deutschland. Ja, prima hier. Ich sage immer, ich habe jeden Tag ein klein bisschen Urlaub hier. Wenn ich jetzt in die Niederlande komme, dann muss ich sagen, ich kann da nicht echt mehr wohnen, glaube ich. Wo die Menschen wohnen, das ist alles gerade, weißt du. Das ist der eine Haus, ein Block, neben das andere. Alles datzelfde, daar heb ik geen schönes gevoel, weißt du. Hier is alles, ja, alles is anders hier. Kein huis is datzelfde en dat is dat schöne hier. Mijn vader was Houston. Mijn opa was ook Houston. Zo, ja. Het zit in de familie, ja. Want, ja, schöne Arbeit. Ja, ich liebe das so. Das ist
nicht jeder hat das Glück, dass er arbeiten darf, was ihm ein bisschen gefällt, was Spaß macht. Und aber jeder Schuh, was ich mache, ja, das sieht wieder neu aus, gut aus. Und, ja, bist du zufrieden, das bringt was. Ja. Ziet niet slecht uit, toch? Toch weer een beetje als nooit. Ik weet niet hoeveel kilometer, dus het is geen vibramzool. Maar ik heb deze gewaald, die is... Dann bleibt er noch flexibel und er passt einfach hier sehr gut hierbei. Okay. Dann bleibt es sowas gut. Oh. Komm, dafür klatschen wir mal ein. Sehr gut gemacht, Papa ist auch ganz stolz auf dich. Du kriegst auf jeden Fall hier eine riesengroße Tüte. Da sind ein paar Sachen drin für dich. Und auch für euch beide gibt es einen Großpreis, und zwar einen Schlüsselanhänger. Auch für dich. Schön, dass ihr mitgemacht habt, und einfach einen riesen Applaus. So, liebe Freunde, ich habe mir mal wieder richtig gegönnt und sitze gerade in einem Hotel in Karlsruhe. Und ich kann euch sagen, die letzten Tage waren die wahrscheinlich bisher für mich persönlich härtesten auf dieser Tour. Es hat jetzt seit 5 Tagen wirklich komplett einfach nur durchgeregnet. Ja, und das war sehr schade, weil ich durch den Pfälzerwald gekommen bin. Und ich hatte diese Region vorher so gar nicht auf dem Schirm. Und muss aber sagen, das hat mir richtig gut gefallen dort. Diese Felsformationen, die Wälder, die wunderschönen Wanderwege, die Täler an Flüssen und Bächen entlang. Aber durch dieses Wetter mit einer Sicht durch den Nebel von teilweise nur 10 Metern, konnte ich das irgendwie nicht so richtig genießen. Und ich bin da so mehr oder weniger einfach nur so durchgerammelt und habe da meine Kilometer runtergeschrubbt. So, und jetzt freue ich mich übrigens sehr darauf, dass mein Bruder mich besuchen kommt. Und zwar kommt er nachher gleich am Bahnhof an und ich werde ihn abholen und wir werden dann ab morgen zusammen durch den Schwarzwald laufen. Das Zelt ist nur zum Tragen mit. Zum Schlafen ist die Plane schick. Gemütlich dann in Müßiggang. Fangen wir mittags das Frühstück an. Also seit Paddy dabei ist, ist alles ziemlich scheiße, kann ich sagen. Es macht keinen Spaß. Es ist langweilig, es nervt und ich kann einfach nichts mehr genießen. Ja, wir sind ja nun gemeinsam hier im Schwarzwald unterwegs und sind gestern Abend hier an der Schwarzenbach-Talsperre angekommen. Und dann kam die große Überraschung, als wir uns schlafen legen wollten. Wir hatten vorher schon Geräusche gehört. Als ich in mein Zelt kam, zeigte sich, was die Geräusche machte. Es war eine Maus, die in meinem Zelt hin und her flitzte, ganz panisch. Wir haben sie versucht rauszujagen. Sie hat dann ihren Ausgang genommen, nämlich das reingefressene Loch in der Wand des Zeltes. Ja, und was zurückblieb, war mein ganzes Essen.
angefressen und zugekackt. Etwa eine Stunde später werde ich wieder munter, weil ich Geräusche an meinem Kopfende höre und da war gerade eine Maus dabei, sich durch mein Zelt zu fressen. Die habe ich dann verscheucht, habe meinen Bruder geweckt mit einer ganz grandiosen Idee. Dass wir unser Essen zusammen sammeln, weil das die Viecher anlockt, alles zusammenpacken in einem Beutel und an einen Baum hier draußen hängen. Naja. Und wir können euch was mitteilen. Mäuse können auf Bäume klettern. Achtung, gleich kommt's. Klingt nach Leben hier drin. Also bei mir haben die Mäuse nur mein komplettes Abendbrot probiert und angeknabbert. Ich bin noch nicht ganz unten angekommen. Ich sehe noch ein paar Kacke-Krümel, aber bei mir sind es hauptsächlich angeknabberte Äpfel. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute, liebe Freunde. Heute ist nämlich der Tag der Deutschen Einheit. Hört, hört. In diesem Lost Place haben mein Bruder und ich die letzte gemeinsame Nacht verbracht und er muss heute leider zurück nach Leipzig fahren. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Dann sind wir tief in unsere Schlafsäcke geschlüpft, weil es echt inzwischen so arschkalt wird. Also Enno wird die nächsten Wochen noch viel Spaß haben. Und Bayers Bronn soll ja für seine gute Gastronomie bekannt sein. Davon werden wir uns jetzt gleich überzeugen bei einem letzten gemeinsamen Frühstück, bevor ich dann losmachen muss. Und Enno bekommt dann seinen nächsten Besuch, oder? Ganz genau. Am Bahnhof in Bayersbronn traf ich Thilo und Peggy, die mich für 2 Nächte besuchten. Nach einem ersten Abend bei gutem Essen und der Live-Musik einer Roger Whittaker-Imitation beschlossen wir, einen Ausflug nach Straßburg zu unternehmen. Ich kehrte also Deutschland den Rücken und gönnte mir einen Blick ins Nachbarland Frankreich. Zusammen mit Basel, Genf und New York City zählt Straßburg zu den wenigen Städten der Welt, die als Sitz wichtiger internationaler Organisationen auftreten, ohne jedoch Hauptstadt eines Landes zu sein. Straßburg ist Sitz zahlreicher europäischer Einrichtungen, wie dem Europarat, dem Europaparlament und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir schlenderten durch die Stadt und schauten uns das Straßburger Münster an. Das römisch-katholische Gotteshaus gehört zu den größten Sandsteinbauten der Welt. So, liebe Freunde des heiteren Wanderzirkels, ich bin soeben in diesem kleinen, gemütlichen Hotel hier angekommen, aus dem einfachen Grund, weil das Wetter wirklich nur noch eins kennt, und zwar Regen, 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 Regen. Das geht schon die ganzen letzten Tage so, wenn nicht eigentlich sogar schon Wochen.
denn ich habe den Pfälzerwald und den Schwarzwald bis jetzt eigentlich wirklich nur im Regen und Nebelverhangen kennengelernt. Aber was willst du machen? Musst du durch, ne? Ja, ich hoffe, dass das die nächsten Tage wieder besser wird, weil ich morgen auf den Feldberg möchte. Und da wünsche ich mir eine grandiose Aussicht. Und der Feldberg, das ist übrigens der höchste Berg in Deutschland außerhalb der Alpen. Und nach dem Feldberg geht es für mich dann schon weiter Richtung Osten zum Bodensee. Und bevor ich mich weiter auf den Weg mache, oder sagen wir, bevor ich mir es sehr gemütlich in dem Hotel hier machen werde, gehe ich jetzt ins Bad und werde mir diesen Fuchs aus dem Gesicht rasieren. Denn zugegeben geht er mir mittlerweile tierisch auf den Zeiger. Und außerdem habe ich von Thilo gelernt, dass sich in meinem Gesichtsfell mehr Keime tummeln als auf dem Kleingeldteller einer Bahnhofstoilette. Ja, und mit diesem Gedanken möchte ich nicht länger leben. In diesem Sinne, peace and out, ich gehe mich jetzt rasieren. Im Mai 2015 kam es infolge starker Regenfälle zu einem Hangrutsch an der Marianenschlucht am Steilufer des Bodensees. 100 Tonnen Erde, Gestein und Bäume stürzten auf den Steg, der dabei auf einer Länge von 50 Metern zertrümmert wurde. Im Juni desselben Jahres kam es erneut zu einem Erdrutsch und der Uferweg wurde zerstört. Wegen akuter Lebensgefahr wurde der komplette Weg gesperrt. Bis zur Schließung besuchten jedes Jahr etwa 150.000 Besucher die Schlucht. Trotz Lebensgefahr und ausdrücklichem Verbot wird die Schlucht nach wie vor von Wanderern betreten. Und ich muss gestehen, ich gehörte 2019 zu diesen Uneinsichtigen. Ich hatte den Zustand der Schlucht weniger schlimm erwartet. Doch spätestens, als es auf der Hälfte des Weges auch noch begann zu regnen, fand ich die Wanderung weniger lustig. Ich wusste teilweise weder vor noch zurück. Ich war heilfroh, als ich den Weg hinter mir hatte und würde heute jedem raten, die Verbotsschilder nicht zu ignorieren. Am Bodensee haben mich wieder zwei Freunde aus Leipzig besucht, Mike und Steffen. Ja, und das Ganze ging auch direkt am ersten Abend richtig feuchtfröhlich los, denn wir haben uns in einer Kneipe schön die Rübe mit Cocktails und Desperados weggeballert bis früh um 5. Und danach
ging das Ganze genauso weiter, wie es angefangen hat. Denn in Friedrichshafen war so ein kleines Musikfestival namens City of Music, wo in 15 Locations verschiedene DJs und Livebands gespielt haben. Ja, am nächsten Tag ging es dann ganz entspannt weiter. Wir sind dann mit dem Auto rumgefahren, haben uns einen alten Lost Place, eine Ziegelfabrik angeschaut und zwei Leute getroffen, die ebenfalls in dem Lost Place gerade unterwegs waren. Und die haben uns einen Besuch in ein paar Höhlen empfohlen, die dort in der Nähe waren. Am vorletzten gemeinsamen Tag haben wir dann mit der Fähre nochmal übergesetzt nach Konstanz und uns dort die Stadt etwas angeschaut. Eigentlich waren wir die ganze Zeit nur auf der Suche nach einem Eiscafé, was wir einfach nicht gefunden haben. Wer also vorhat, eine Eisdiele zu eröffnen, sollte das in Konstanz tun. Das könnte tatsächlich eine Goldgrube sein. Am letzten Tag sind wir dann gemeinsam von Friedrichshafen nach Lindau gefahren und für mich ging es dann zu Fuß weiter Richtung Alpen, wo ich mich jetzt befinde. Der Monster, Medienmogul mit seiner Big Boss Buchse. Mach's gut. Eine du geile Sau. Gestern war ich schon auf dem Hochgrat. Ich bin dort erst im kompletten Nebel hochgelaufen und als ich dann so 2 Stunden da oben gechillt hatte, kam auf einmal die Sonne raus und die Wolken legten sich in die Berge. Wirklich eine traumhafte Optik, das werde ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Oberstdorf und dann zum südlichsten Punkt von Deutschland. Und wie weit das Ganze noch geht, wie lange ich noch Lust habe, weiß ich selber noch nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt langsam dem Ende zu. So Freunde, ich sitze hier gerade am südlichsten Punkt von Deutschland, an der Grenze zu Österreich. Und die Tour ist jetzt für mich zwar noch nicht vorbei hier, aber das war das eigentliche Ziel. Geil, richtig geil. Das Krasse ist auch, eigentlich sollte heute schlechtes Wetter werden und es scheint einfach nur die Sonne. Es ist wunderbares Wetter. Ich habe einen traumhaften Zieltag, wirklich unfassbar. Ja, und jetzt wartet hier noch eine kleine Überraschung auf mich. Denn vor ein paar Monaten waren Freunde von mir schon mal hier. Und die haben da hinten im Gebüsch irgendwas für mich versteckt. Das liegt jetzt schon seit ein paar Monaten da. Ich bin gespannt, ob es noch da ist. Tada! Geil. Ist das witzig. Lieber Enno, wir gratulieren dir. Du hast 3000 Kilometer geschafft. Wir waren am 17.08. hier. Das ist sozusagen schon über 2 Monate her.
und haben dir einen kleinen Gruß hinterlassen. Prost auf dich und lass es dir schmecken. Wir freuen uns auf deinen Film. Komm gut heim. Liebe Grüße, Nadine und Nico. Großartig, echt so geil. Und das werde ich mir auch direkt gleich gönnen. Ich mache jetzt hier eh noch schön Pause. Geil. Guten Morgen! Ja, das war wohl meine letzte Nacht heute hier im Zelt, denn ich laufe jetzt gleich zum Bahnhof und dann geht es ab nach Hause. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, Freunde. Tschüss!